Karin Leukefeld, Sie halten sich zurzeit in Beirut auf, sind aber gerade knapp 2 Wochen in Damaskus gewesen. Wie hat sich das Leben der normalen Bevölkerung in der Stadt seit Ihren letzten Aufenthalten dort verändert? Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die Menschen ein bisschen entspannter waren, obwohl sich von den äußeren Gegebenheiten nicht sehr viel geändert hat, machten sie doch einen etwas entspannteren Eindruck. Vermutlich, oder das haben ja viele im Gespräch auch gesagt, weil sie halt die Angst hatten, dass es einen amerikanischen Angriff gibt auf Syrien und der ist ja nun erstmal abgewendet worden, sodass also die Entspannung schon deutlich zu spüren war. Aber an den äußeren Umständen der Kämpfe im Umland, was man ja auch hört, die Kampfgeräusche, die Teuerung im Land von Lebensmitteln und Verbrauchsgütern, das ist eigentlich gleich geblieben. Ist denn durch die derzeitigen diplomatischen Prozesse zwischen den USA und Russland die Chance gestiegen, dass die internationale Syrien-Konferenz Genf II zustande kommt? Also diese Konferenz ist ja schon länger angedacht, aber immer wieder verschoben worden in der Vergangenheit. Also in Syrien hat man ganz deutlich den Eindruck, dass es ein positiver Schritt ist. Auch die Entwicklung mit der Offenlegung und Übergabe der chemischen Waffen. Also dass man das sehr positiv bewertet, dass Washington und Moskau miteinander reden und dass es vermutlich jetzt zu dieser Genf II-Konferenz kommen wird. Viele Gesprächspartner haben ja gesagt, dass es also um die Chemiewaffen wahrscheinlich nur vordergründig geht. Es ging einfach darum, dass diese beiden Supermächte sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen. Und um jetzt tatsächlich Genf II auch Realität werden zu lassen, ist es natürlich erforderlich, dass die jeweiligen Akteure auch dazu gedrängt werden, an der Konferenz teilzunehmen. Also die USA muss natürlich Druck machen auf ihre Verbündeten in der Region, die Golfstaaten insbesondere und die Türkei, dass die Aufständischen und die nationale Koalition also auch bereit ist, an dieser Konferenz teilzunehmen. Und Moskau muss natürlich den Druck aufrechterhalten oder die Forderung auch an Damaskus, an die Regierung, ebenfalls an der Konferenz teilzunehmen. Wobei es so ist, dass also Damaskus ja schon vor Monaten erklärt hat, dass sie eine Delegation nach Genf schicken wollen. Vermutlich steckt hinter dieser Einigung auch eine weitergehende Einigung, nämlich die, dass tatsächlich auch die Regionalstaaten an dieser Konferenz teilnehmen sollen, und zwar alle. Das heißt die Türkei, Saudi-Arabien und auch der Iran. Der Westen hatte das ja lange Zeit abgelehnt, dass der Iran an einer solchen Konferenz teilnimmt, aber darauf scheint man sich jetzt geeinigt zu haben. Es gibt ja schon seit einiger Zeit Berichte über bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Oppositionsgruppen in Syrien. Wie haben sich denn diese Konflikte zwischen den Oppositionsgruppen entwickelt? Also wir müssen ja die Unterscheidung machen zwischen Oppositionsgruppen und bewaffneten Gruppen. Das halte ich doch für sehr wichtig. Es gab immer Konflikte zwischen den politischen Oppositionsgruppen. Da haben wir auch hier schon häufiger drüber gesprochen. Der Konflikt unter den bewaffneten Gruppen jetzt in Syrien ist sicherlich auch eine Widerspiegelung der Verschiebung der internationalen Interessen, die jetzt deutlich geworden sind mit der Einigung zwischen Washington und Russlands. Also das heißt, es geht unter diesen Gruppen, gibt es einmal Kämpfe, Verteilungskämpfe, einfache Verteilungskämpfe. Es geht um den Zugang zu Waffenlieferungen, zu Munition und so weiter. Es geht um den Zugang zu Hilfsgütern. Also viele der Hilfsgüter, die ja insbesondere über die Türkei geliefert werden, werden auch schlicht und ergreifend auf der syrischen Seite entführt oder gekidnappt von verschiedenen Gruppen. Da wird auch ein Handel mitgetrieben. Es geht um den Zugang zu Ressourcen, also Wasser oder auch Öl. Und es geht um die Kontrolle von strategischen, wichtigen Punkten.
Und da gibt es ganz offensichtlich jetzt einen heftigen bewaffneten Kampf darüber. Das sehen wir in der Stadt Azaz. Gleichzeitig denke ich, wird auch deutlich, dass natürlich diese Gruppen, wenn sie überhaupt ein politisches oder ein Programm anzubieten haben, doch sehr weit auseinander liegen. Und insofern nimmt dieser Streit zu, wird bewaffnet ausgetragen und die syrische Armee auf der anderen Seite profitiert natürlich davon, wenn diese bewaffneten Gruppen untereinander kämpfen. Wenn man sich die Berichterstattung in den großen deutschen Medien anschaut, wird einem häufig der Eindruck vermittelt, ein Grund für die derzeitige Situation in Syrien läge auch in einer Unvereinbarkeit der verschiedenen Glaubensrichtungen im Land. Was ist da dran oder inwiefern wird versucht, da verschiedene Konfessionen für politische Zwecke gegeneinander zu instrumentalisieren? Die Medien spielen leider in diesem Punkt eine sehr negative Rolle, insbesondere auch die arabischen Medien, die also seit langem, fast schon seit 2 Jahren, den Konflikt in Syrien zum Beispiel so darstellen, dass die Regierung von Präsident Assad gegen die Sunniten in Syrien Krieg führt. Also dadurch werden natürlich die sunnitischen Muslime ganz offensichtlich auch aufgerufen, sich an diesem Krieg zu beteiligen. Das ist belegt in vielen Berichten und das wird auch unterstützt von Predigern, die zum Beispiel aus den Golfstaaten über Satellitensender nach Syrien hinein predigen. Also die Medien haben das ganz erheblich geschürt. Zum anderen ist es so, dass zum Beispiel der Oberkommandierende der Freien Syrischen Armee, General Salim Idris, der ja auch sogar im Europäischen Parlament gesprochen hat, wenn er zum Beispiel über die Regierung spricht oder über die Aleviten spricht in Syrien, dann benutzt er einen Begriff, mit dem früher das Persische Reich also bezeichnet worden war, nämlich die Safaviden. Und damit wird sozusagen von ihm ein Konflikt hergestellt, auch zwischen den Sunniten, den arabischen Sunniten auf der einen Seite und den persischen Safaviden oder den Schiiten, das ist dann der nächste Schritt, auf der anderen Seite. Also auch Personen wie dieser General Idris schürt also diesen religiösen Konflikt. Es ist so, dass die Schiiten auch ganz viel in den arabischen Medien dargestellt werden als Ungläubige, als Personen, die den Islam oder den Propheten Mohammed beleidigen und deswegen auch getötet werden können. Also auf diese Art und Weise wird dieser Konflikt geschürt und ich bedauere das sehr, dass also auch westliche Medien das aufgreifen und diesen Konflikt, der ganz klare politische, wirtschaftliche und geostrategische Ursachen hat, als einen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten darstellt. Im Land selber ist es so, dass, ich möchte ein Beispiel nennen, wie die Bevölkerung, die Syrer selber, also zusammenleben. Der Ort Mesht al-Hilu liegt nordwestlich von Homs und er liegt in dem sogenannten Tal der Christen. Es ist ein von allen Syrern beliebter Ort, früher immer ein Urlaubsort auch gewesen, weil dort die Luft sehr gut ist und es ist grün. Heute hat Mesht al-Hilu wohl das 10-fache der eigentlichen Bevölkerung an Inlandsvertriebenen aufgenommen. Aus Aleppo, aus Kamischli, aus Homs, aus Deresur, also ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Regionen, die auch ganz unterschiedliche Religionen haben. Und die Menschen sind dort in Kirchen untergebracht, in öffentlichen Hallen, in Hotels oder auch bei privaten Leuten, ohne dass es zu irgendeinem Konflikt kommt. Also eine Bekannte, die dort aus dem Ort stammt, hat gesagt, hier haben wir eigentlich noch das Syrien, was wir auch kennen. Und die Bevölkerung selber hält also nach wie vor auch in der schwierigen Situation zusammen. Der Stellvertreter von Lakhdar Brahimi in Damaskus hat mir im Gespräch gesagt, dass er eine große Gefahr darin sieht, wenn also dieser Extremismus auch weiter geschürt wird im Land,
dass dann natürlich es auch dazu kommen kann, dass es zu religiösen Auseinandersetzungen und Kämpfen kommen kann. Umso wichtiger, sagte er, sei eine politische Lösung. Herr Kellner gefällt, inwiefern sind eigentlich deutsche Institutionen oder Organisationen in den Krieg in Syrien involviert oder gibt es das nicht? Involviert sind deutsche Institutionen in Syrien auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagen würde, sie wären in den Krieg involviert, werden sie das natürlich zurückweisen. Wir haben ein Engagement des Auswärtigen Amtes, des Entwicklungshilfeministeriums. Wir haben ein Engagement von deutschen Nichtregierungsorganisationen und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ. Wir haben auch ein Engagement in Syrien des Deutschen Roten Kreuzes in der humanitären Arbeit. Also es gibt sehr viel Engagement auf der humanitären Ebene und auf der wirtschaftlichen Ebene, insbesondere in den Gebieten, die an die Türkei grenzen. Diese Organisationen, die ich eben genannt habe, also die humanitäre Hilfe leisten, werden das natürlich weit zurückweisen, dass sie in irgendeiner Weise in den Krieg involviert sind. Man muss aber sagen, dass man natürlich einen Krieg auch dadurch anheizt oder aufrechterhält, wenn man keine politische Initiative ergreift, um die Kriegsparteien zum Waffenstillstand zu drängen. Und da denke ich, ist die Bundesregierung natürlich auch gefragt und trägt eine Verantwortung, denn die Bundesregierung unterstützt sehr einseitig die Nationale Koalition, die seit 2 Jahren Dialog und ein Einlenken mit der syrischen Regierung verweigert. Da wird also sehr viel Geld gegeben, um die zu unterstützen, um möglicherweise eine Exilregierung sogar in den sogenannten befreiten Gebieten zu unterstützen. Und damit trägt man natürlich auch zu einer Spaltung des Landes bei. Wenn man in dem nördlichen Teil beispielsweise meint, bei dem Wiederaufbau und bei der humanitären Not zu helfen, während man andere Teile des Landes weiterhin zum Beispiel Sanktionen, wirtschaftlichen Sanktionen der Europäischen Union aussetzt. Also ich denke, durch diese Politik, die eine Seite zu unterstützen und die andere zu sanktionieren und zu isolieren, trägt man natürlich dazu bei, dass der Krieg anhält. Mit was für Menschen jenseits des politischen Betriebes, wenn man das so sagen kann, haben Sie während Ihres letzten Aufenthaltes jetzt in Damaskus gesprochen? Können Sie da eine Begegnung schildern? Ja, also ich könnte eine ganze Reihe von Begegnungen schildern. Vielleicht mal 2, 3 Beispiele von Leuten, die ich getroffen habe, also beispielsweise habe ich eine Familie getroffen, die aus Deresor stammt, also aus dem Osten Syriens. Und weil dort die staatlichen Strukturen derzeit nicht funktionsfähig sind, sind sie nach Damaskus gekommen, um die Hochzeit ihrer Tochter vorzubereiten, weil dafür bestimmte Papiere erforderlich waren. An einem Tag, als sie sich in einem bestimmten Teil der Stadt von Damaskus aufhielten, um also Papiere zu besorgen, gab es einen Angriff mit Mörsergranaten seitens der Aufständischen aus der Ghouta, also aus den östlichen Vororten von Damaskus. Und bei diesem Mörsergranatangriff ist also die Mutter der zukünftigen Braut getötet worden. Ja, ein anderes Beispiel ist eine Bekannte von mir. Sie ist eine 70-jährige Witwe und der Mann ist vor wenigen Monaten verstorben. Seit 1973 war sie insgesamt 7-mal in Deutschland. 4-mal davon hat sie ihren Ehemann begleitet nach Hamburg, weil dieser dort also verschiedene Operationen hat durchführen lassen. Sie selber hat also muss am Knie operiert werden und hatte eine Zusage dieses Krankenhauses in Hamburg, dass also ihr Knie dort operiert werden kann. Es gab auch eine Kostenzusage, sie hat auch eine Unterkunft, alles, weil sie dort auch viele Bekannte haben. Und ihr ist also 2-mal das Visum von der deutschen Botschaft hier in Beirut verweigert worden. Und sie hat dann sogar mit dem Konsul selber noch mal kurz gesprochen und hat gebeten, dass man ihr doch dieses Visum für die Operation
nach Deutschland eben halt geben sollte. Und dann hat er gesagt, ja, es wäre ja auch möglich, dass sie diese Operation in Damaskus durchführen lassen könnte. Das geschieht zu einem Zeitpunkt, wo also diese angesehene britische medizinische Zeitschrift The Lancet einen Bericht veröffentlicht hat über die Situation von Krankenhäusern und des medizinischen Wesens in Syrien. Viele Krankenhäuser sind zerstört. Viele Ärzte sind geflohen aus unterschiedlichen Gründen und es gibt eine zunehmende Knappheit von Medikamenten, auch weil viele Fabriken, in denen Medikamente hergestellt worden sind, zerstört worden sind durch den Krieg, aber auch weil durch die Sanktionen bestimmte Stoffe, die für die Medikamente erforderlich sind, nicht mehr nach Syrien geliefert werden. Ja, und in so einer Situation versagt man also dieser Frau das Visum nach Deutschland. Vielleicht noch einen dritten Fall, das sind auch, ist auch eine Familie, die ich gut kenne, in Sweda. Der 80-jährige Mann ist vor wenigen Wochen entführt worden von einfachen Kriminellen, also die eben halt aus der Situation Profit schlagen wollten. Sie haben ihn entführt, sie haben sämtliche landwirtschaftlichen Geräte seines Hofes. Er hat eine Olivenplantage und Obstplantagen. Sämtliche landwirtschaftlichen Geräte haben sie gestohlen und haben diesen Mann also entführt und haben für ihn eine Lösegeldsumme von 1 Million syrischen Pfund gefordert. Es ist ihm gelungen, sich selber zu befreien und auch noch einen anderen Mann zu befreien, der mit ihm auch gefangen war. Aber seitdem können also er und seine Frau nicht mehr auf diesem Hof leben und es ist schwierig geworden, ihre Felder dort oder ihre Plantagen zu bewirtschaften und das ist natürlich besonders schwierig, gerade jetzt, wo die Olivenernte bevorsteht im Oktober und November. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr es dieser Krieg, also auch der einfachen Kriminalität, Raum bietet. Da geht es natürlich überhaupt nicht um Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit oder sonst irgendwas, sondern es geht nur darum, Menschen einzuschüchtern und aus der Unsicherheit der gesamten Lage im Land Profit zu schlagen. Karin Neugefeld, vielen Dank für diese Berichte aus Syrien und dieses Interview. Ich danke auch.